Hallo Leute, willkommen zu meinem Feuerwerks-Review vom Einkauf 2017-2018. Wie angekündigt gab es leider keine Einkaufstour, was dadurch bedingt war, dass ich nicht filmen konnte während der Einkaufstour. Allerdings wollte ich mir nicht nehmen lassen, euch auszuzeigen, was ich eingekauft habe. Und ich würde sagen, ich fange gleich noch mit dem. Ich gehe nach den Läden vor, wie wir eingekauft haben. Das heißt, wir fangen an mit Margoski, dem geilsten Feuerwerksladen, den es gibt. Sonderposten ist das hier bei mir in der Gegend. Die Preise sind einfach unschlagbar und das, was man da kriegt, ist immer Hammer. Und zwar habe ich da einmal. Chinaballe D von Keller. 80er Packung für 4 Euro mitgenommen. Jetzt vielleicht noch eine zweite, aber ich dachte mir, ich habe genug von dem Zeug. Dann gab es dort die Xplode Mini Raketen, 20 Stück in einer Packung. Ich habe 2 Packungen mitgenommen. Mal gucken, vielleicht nehme ich mal noch eine zweite mit, wenn ich nochmal da bin. Außerdem habe ich Moskitos gefunden. Die waren nicht im Prospekt, genauso wie die Mini-Raketen. Ich war mehr als begeistert, dass es diese geilen Dinger hier gibt. Absoluter Hammer. Die gibt es ja eigentlich immer nur in Online-Läden oder ganz selten mal woanders. Aber ich habe sie gekriegt und direkt mal 4 Packungen mitgenommen. Ich denke mal, wenn ich nochmal dann bin, nehme ich auch nochmal welche mit. Sind zwar teuer, aber endgeile Dinger. Dann habe ich hier, von wem auch immer die sind, Crackling Balls, 6 Stück für 40 Cent. Dachte ich, komm, nimm sie mit, ne? Außerdem für 1,49 von Leslie 10 römische, 12 römische Lichter, A10 Schuss. Dachte mir, warum nicht auf den Preis? Das kann man ja wohl mitnehmen, ne? Dann, genau, dann habe ich das hier mitgenommen. Das Family Pack von Nico. Das ist auch das Geile, die haben ja alles. Ich meine, Nico, Xplode, Leslie, Keller, die haben einfach alles. Dann haben wir also das Family Pack von Nico. Kleines Raketensortiment für 4,99. Wir haben hier 5 Raketen drin, zweimal die Silver Glitter hier am Rand. Dann haben wir in der Mitte dreimal die Dragon. Außerdem haben wir hier eine kleine Fontäne drin, dessen Namen ich nicht lesen kann, weil sie auf dem Kopf steht. Dann haben wir diese kleinen Dinger. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Bin ich mal sehr gespannt, was das ist. Mini-Vesuv, 10 Feuerringe, Blitzcracker da, diese, ne, die Dinger da. Packen Chinaballe A, eine Silberkleister und 2 Pyrocracker von Nico. Ich denke, das ist für den Preis ein absolut top geiles Sortiment. So, bleibt es stehen. Nach dem Magos ging es zum Lidl. Dort habe ich geklotzt und nicht gekleckert. Dort habe ich das Feuerfeger-Sortiment mitgenommen. Ich hoffe, ich sage es richtig, dass es nicht der Jackpot ist. Von daher, ich meine, es wäre Feuerfeger. Das ist ein Top-Sortiment. Für 6,99 habe ich hier alles, was ich haben will. Ich habe hier verschiedene Fontänen, was ja schon, ne? Ich habe hier einmal Chico, ich habe die Phantomsirene, hier Luftikus, dann habe ich oben eine Mini-Batterie Höllenzauber, ich habe hier 3 Sonnenflügel, ich habe hier Rölis, 2 Stück, Superböller 2, Frösche, Pyropetaden, Metroiden. Total geil, das Set. Dann habe ich mitgenommen das Leuchtspektakel für 3,99. Röli, Chrysanthemenfontäne, Mini-Batterien, Quattro und Höllenzauber, 2 Überraschungslokale, Chico. Ah ja, und die Feuerbatterie auch noch. Für 3,99. Super Sortiment. Zweimal die Flashbang. Ich denke, 2 reichen. 25 Stück. Blitzknalldinger. Bombenrohre. Also letztes Jahr eine Packung, habe ich ein bisschen geärgert, dass ich nur eine hatte. Dieses Jahr 2. Wahrscheinlich ärgere ich mich dann, dass ich nur 2 hatte. Aber egal. Soll wohl reichen. Außerdem das Kracher Inferno, wie es jeder kennt, schönes Burner-Sortiment. Manche mögen es nicht, weil es die Mini-Knarre enthält, und zwar 4 Packungen, 30 Stück. Dieses Jahr sind es 30 Stück, letztes Jahr waren 40er drin, deswegen eigentlich in Ordnung. Aber hier sind 2 Pyro-Cracker, hier sind China D 2 Stück drin und Super 2, also für 3 Euro absolut in Ordnung. So, gucken wir dahin. Außerdem vom Lidl habe ich jetzt noch mit nur das Pyromix for Kids. Das kostet 2,80 und für den Preis, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Hier ist viel mehr drin als in vergleichbaren Sortimenten. Gut, Knallteufel ist klar.
Wunderkerzen auch. Aber wir haben halt zweimal Feuerwirbel, wir haben Blitzgranatbälle, wir haben hier eine Viererpackung Mini-Vulkane, Meteoriten, Bienen, Brummer, Silberwirbel für den Preis. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, wa? Außerdem haben wir noch das große Fire Fantasy mitgenommen für 7,77. Total geiles Sortiment, ich bin echt begeistert davon. Haben wir unten zweimal Pyro Cracker, da haben wir zwei Packungen Mini Knaller wieder, blöd. Da ist so, da haben wir noch ein Röli, vierfach Farbfontänen, das ist auch wieder eigentlich so eine Mini Batterie. Noch hier irgendeine Fontäne, aber die ist weggedreht. Zwei Sonnenvögel, dicke Brummer, Super 1. Noch eine Fontäne, wieder frische. Und hier oben halt die geilen Raketen von Vico. Wir haben hier zweimal Colorburst, zweimal die Big Burst. Dann haben wir noch Cryptic und Glittering, zwei Stück. Wahrscheinlich ein Gold und ein Rot, wie das aussieht. 7,77. Endgeil. So. Nach Liebe, da waren wir beim Hibi. Oder Kombi, wie auch immer ihr es kennt. Da gab es so Scheiße. Kometware. So, dann waren wir beim Aldi. Beim Aldi gab es erstmal die Kubis. 15 Stück. Eigentlich wollte ich auch vom Lidl welche mitnehmen. Diese 6er-Packung für 1,99. Aber die hatten sie nicht. Also habe ich jetzt nur die. 15 Stück von 5,99 von Komet. Hoffentlich sind sie laut. Dann habe ich das Jackpot mitgenommen. Das ähnelt dem Feuerfeger sehr. Hier haben wir wieder Super 2. Wir haben wieder Vögel, Meteoriten, Frösche, Silberknaller. Und hier unten sind die ganzen Fontänen und auch wieder Rölis. Kann man nicht meckern. Außerdem, das Dynamite Back für 1,99, das Beste, was es eigentlich gibt an Knallsortimenten. Ich meine, ne, wir haben hier A-Böller, B-Böller, Pyro-Quacker, D und Super 1 und Pyro-Petarden. Also, das will man mehr für den Preis. Außerdem habe ich noch mitgenommen hier das Superstar, heißt das glaube ich. Das kostet 5 Euro und hier haben wir ganz viele Klasse 1 Artikel, also es ist ein Jugendfeuerwerk-Sortiment halt. Aber ich finde es einfach geil, weil wir haben hier zweimal Flitzefeuerstein, wir haben hier Bombetten, wir haben hier die Geisterlichter, dreimal Wirbel, wir haben zweimal Blitzknallerbälle und. Für 5 Euro auf jeden Fall Kaufempfehlung, finde ich. Kann man immer mitnehmen, auch wenn man Größeres verballert. So, dann waren wir anschließend im Turmbaumarkt. Dort habe ich mir für 2,99 hier 8 zylindrische Kanonenschläge mitgenommen von Weco. Ich hatte erst eine Packung in der Hand, wo ich so drauf gedrückt habe und einfach das Ding komplett zermatscht habe. Dann habe ich sie beiseite gelegt und mir eine andere Packung genommen. Die sind eigentlich ziemlich hart alle. Ich hoffe, dass sie laut sind. Mal gucken, wie sie im Gulli klingen. Dann sind wir zum Sonderpreisbaumarkt gefahren. Da gibt es sehr viele sehr geile Sachen. Manche hatten sie aber leider schon wieder nicht mehr. Da haben wir einmal hier eine Packung Luftpfeifer mitgenommen für 69 Cent. Ich wollte eine zweite mitnehmen, aber die wurde mir vor der Nase weggeschnappt. Deswegen habe ich jetzt nur eine. Außerdem für 88 Cent Reibkopfknaller, 20 Stück. Hätte ich mehr mitnehmen können, aber ich dachte mir, davon habe ich genug. Ne? Gleiche Packung kostet übrigens bei Netto 3 Euro, nur dass du immer so Bescheid bist. Ne? Also falls ihr noch was vorhabt einzukaufen, nicht bei Netto. Dann habe ich da noch mitgenommen, bin ich jetzt doof? Ach genau, das Spotlight. Kostet 4 Euro. Es ist ein bisschen, es geht's. Also hier haben wir römisches Licht. Wir haben halt zweimal die gleiche Fontäne. Oder Batterie, dann Zauberbox, die ist cool. Vesuv und das Ding da. Naja, es geht, also wenn man vergleicht. 4 Euro, 4 Euro. Kann man nicht vergleichen, gar keine Frage. Andererseits, naja, es gibt Schlimmeres. Und dann haben wir noch das Superstar mitgenommen von Keller Feuerwerk. Wir haben hier 6 Raketen, ich kann nicht zählen. 6 Raketen, die Thunder-Raketen, Typhoon-Rakete, 3x Thunder, einmal Typhoon. Endeavour und nochmal die Typhoon, das war mal Typhoon. Und da drin haben wir hier Leuchttaler, wir haben hier Flashlights drin, achso, die sollte man richtig hinein, ne? Knall-Erbsen halt. Den Frösche B haben wir, den 2 Packungen Pyro-Quecker, unten haben wir 2 Packungen China-Böller A, eine C-Böller-Packung, D-Böller von Keller, ne?
Eine Zauberbox ist irgendwie ein Besuch, Regenbogenfontäne und noch ein Röli an der Seite. Echt nice eigentlich. Und dann habe ich außerdem noch eigentlich Restbestand von einer Klasse 1 Einkaufstour aus dem Teddy dieses Sortiment hier. Ist eigentlich ganz nett, wie ich finde. Wir haben gut Krams. Allerdings, ich habe es halt nicht, es ist halt kein normales Sortiment. Also nicht hier Silvester-Sortiment, so, und deswegen ist der Preis 5 €, ne? 5 €, 2,80, 5 €. Ja, ich bin sehr. Aber es geht eigentlich. Wir haben hier Flitzefeuerstein drin, im Sterntaler, zwei Packungen. Biene, Brummer, Knatterfritze, zwei Stück. Es geht. Außerdem haben wir noch ein paar Reste. Noch Flitzefeuerstein haben wir noch übrig, Feuerringe, ja, Knallerbsen halt und haufenweise Wunderkerzen. Das, achso, und eine Knallkette habe ich noch mitgenommen vom, ne? Sonderpreisformer, genau, die Knallkette, Pyrokette, 30 Stück. Ja, das war's eigentlich auch schon. Das ist alles, was wir so haben. Ich kann ja mal gerade meine Liste hier. Genau, hier haben wir's. Mal eine schöne Liste, kann man jetzt hoffentlich lesen. So. Nehmen wir 20 Röhlis, Lottenvögel, Knallerbsen 50, also 11 Packungen 50er. Bodenwirbel haben wir 8 Packungen, Knallerbsen 10er. Super Knallerbsen haben wir 2 Stück. Vierer Frische haben wir 5 Packungen, Flashlight, also die Leuchter, 3 Packungen, Knatterblitze 5 Packungen, Blitzknatterbälle 4 Packungen, Feuerwirbel 7 Packungen, Mini-Vulkan 4 haben wir 6 Packungen, Geisterlichter 2. 190 Kerzen. 6x die 30 Mini-Knaller, 20, 40 Mini-Raketen, Luftpfeifer 12 Stück, Moskitos 24, Reifkopf 20, eine Knallkette, die 15 Kanonenschläge, die großen Zittler-Linder schon haben wir 8 Stück, Pyrocracker haben wir 8x die 8er Packung, 4x die Petarden, 5x A-Böller, 2x B-Böller, eine C, 96 D-Böller, 8 Super 1, 16 Super 2 und 52 Meteoriten. Außerdem diverse Fontänen und Vulkane und alles. Ich denke, dass ich mit diesem Einkauf dieses Jahr sehr gut zurechtkommen werde. Das Ganze hat mich 87,30 € gekostet und ich denke, damit kommt man sehr gut zurecht. Ich wünsche jetzt allen noch, das ist mein letztes Video dieses Jahr, was jetzt noch aufgenommen wird. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und einen guten Start.